sind circa 3-4 Meter, vermute ich mal. So, wir sind in einem alten Bunker. Der eine oder andere aus meiner Oberösterreich-Gruppe wird ihn kennen. Hier befand sich der Eingang, der eigentliche Eingang. Der ist zugeschüttet mit Stein. Und ja, aber wer weiß, wie lange das noch hält. Und zwar handelt es sich um den Bunker in der Marienwarte. Das Gasthaus Marienwarte hier in Wels, in Thalheim bei Wels. Da hat sich auch noch ein Eingang befunden. Oder, ja. Aber man hat damals wahrscheinlich die Marienwarte abgerissen und das ist zurückgeblieben. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute im wunderschönen Oberösterreich geblieben, aber wir sind heute in die schöne Stadt Wels gefahren, um genau zu sein, an den Rheinberg bei Thalheim bei Wels. Das ist kurz über dem Fluss, die Traul ist da. Und wir befinden uns aktuell in einem relativ kleinen, aber feinen Bunkersystem, das sich hier am Rheinberg befindet, was man noch besichtigen kann. Allerdings muss man den Bunker über einen Noteingang oder Ausgang betreten. Es gibt auch unten an der Straße einen Eingang, aber ich weiß nicht genau, ob der offen ist oder zu. Jedenfalls sind wir jetzt durch den Noteingang oder Ausgang geklettert. Das geht ungefähr 3-4 Meter tief und wir befinden uns praktisch hier unterm Rheinberg. Hier hat früher mal zu Kriegszeiten ein Gasthaus gestanden. Ich glaube, das war die ehemalige Marienwarte, Gasthaus Marienwarte hier in Thalheim bei Wels. Und das Gasthaus gibt es natürlich nicht mehr. Aber den Notausgang, den kann man hier noch im Wald finden. Den kann man komischerweise auch schon bei Google Maps finden oder sehen. Und wir sind einfach jetzt mal hier runtergeklettert, um uns mal hier umzuschauen, wie es hier drinnen so ausschaut. Und was man natürlich so entdecken kann. Wir sind aufgrund, man muss es auch dazu sagen, aufgrund der relativ hohen Spritpreise jetzt nirgendwo groß hingefahren. Deshalb sind wir einfach jetzt mal in Österreich geblieben. Aber auch hier in Österreich gibt es natürlich viele schöne alte Bunkeranlagen, die wir uns anschauen. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video, bleibt meinem Kanal treu und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst doch gerne ein Abo da und abonniert die Glocke. Hier sehen wir einen Plinthstollen, aber es ist auch schon mit Ziegelstein gemauert. Und hier hinten wurde dann nicht weitergearbeitet. Wir befinden uns praktisch jetzt hier am Rheinberg und man kann erkennen, das ist so eine Art lehmähnlicher Boden und relativ feucht eigentlich. Ja. Also man kann es ganz gut erkennen, dass es Lehm ist und müssen wir das Licht mitnehmen. Hier hinten wurde praktisch aufgehört, an dem Stollen zu arbeiten. So, ich vermute mal, dass es war auch mal zugemauert, aber das ist schon wieder offen, oder ja, schon eine ganze Weile eigentlich. Es ist hier
zwei Etagen und wir werden uns natürlich dann auch mal die unterste Etage anschauen. So, wir gehen natürlich erstmal wieder auf den Hauptgang zurück, auf den Gang, von dem wir gekommen sind. Wir sind praktisch durch den Notausgang hier rechts sind wir gekommen und werfen doch mal einen Blick an das andere Ende des Stollens. Ich weiß nicht, kann man bei einem Bunker-Stollensystem sagen, aber ja. Dieser Plinthstollen ist etwas größer als der untere. Und auch hier kann man ganz gut erkennen, dass da viel Wasser durchkommt, dass das relativ feucht ist. Es ist halt so eine Art Lehm. Also es ist kein Fels, es ist Lehm. Und man kann auch hier gut erkennen, dass das doch relativ gut ausgebaut ist, sogar verputzt wurde der Stollen. Und durch diesen Zugang sind wir gekommen. Scheiß Husten, Corona ist immer noch aktiv. Wir wollen uns natürlich mal die zweite Ebene anschauen, die in diesem Bunker vorhanden ist. Hier kann man ganz gut die Treppe erkennen, die nach unten führt. Müssen wir natürlich aufgrund des Schlamms vorsichtig sein. Es sind schon wieder sehr viele lose Steine hier drin. Das kann natürlich gefährlich werden. Wir haben von draußen gelesen, Kameraüberwachung. Das kann natürlich nur ein Scherz sein. Aber hier unten gibt es auch noch so eine Art Luftschutzraum. Das ist ja cool. Der ist ja richtig groß. Ist ja richtig großer Luftschutzraum. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier ist sogar ein Brunnen. Thank you.
Wir haben jetzt noch ein paar Fotos geschossen. Und es ist wirklich ein kleiner, netter Bunker hier im Talheimer Rheinberg. Und wir werden jetzt wieder in die obere Etage gehen, wo sich praktisch auch der Notausgang befindet. Hier müssen wir die Stufen relativ vorsichtig hoch. Ich bin vorhin schon mal leicht weggerutscht, aber es ist auch ein relativ steiler Weg, muss man sagen. Hier sind wir wieder am Eingang, aber wir müssen natürlich weiter hier hinter. Ich glaube, dass wir hier schon waren. Und ich vermute mal, dass es sich eventuell um ein Kellergewölbe gehandelt hat, der Marienwarte. Man kann da auch erkennen, dass es da vermutlich mal einen Gang gegeben hat, der eingefallen ist. Und man kann auch erkennen, dass die Wurzeln durchkommen. So, wir wollen natürlich noch ein paar Fotos machen. So, hier ist dann praktisch der Aufgang. Hier rechts gehen wir da hoch. So, wir müssen natürlich jetzt wieder raus aus diesem Stollen. Es ist natürlich für einen etwas kräftigeren nicht so einfach. Ist ja gut, wenn die Kamera schon mal den Weg nach außen gefunden hat. Und jetzt sind halt wir dran. Geschafft.